Schalömchen, Freunde. Schalömchen, Freunde. Das ist der iHawk Legend. Den haben wir noch nicht so lange. Den gibt es schon länger auf dem Markt. Ich glaube, also fast schon alter Hase in dem Bereich der E-Scooter-Modelle. Aber wir haben hier was ganz Schönes, und zwar eine Tuningbox. Die haben wir bei uns auf dem Kanal noch nicht vorgestellt. Und deswegen wollten wir euch einfach mal zeigen, was kann die danach und was muss man eigentlich beachten. Weil die Tuningbox ist ein bisschen anders als die bei dem Legacy oder bei den iHawk 9 Modellen. Ja, wir haben die tatsächlich selber noch gar nicht ausprobiert. Man muss dazu sagen, damals, als wir den Kanal aufgemacht haben, war der Legend so, der war so ein Lambo. Also wir sind dann mit unseren 400-Euro-Scootern rumgefahren und da gab es den Legend halt auch schon. Und der war halt so, boah, Junge, der kostet 1800 Euro, wer will sich das denn leisten? Ja. Jetzt haben wir das Glück, dass wir uns sowas erlauben können. Und ja, ich bin sehr zufrieden bisher mit dem Teil. Der fängt sich aber Kratzer leider ein wie Sau. Also mit den Blinkern und so ist echt eine Schande. Da muss man echt mal irgendwie mit schwarzen Edding drüber malen. Das ist gerade beim Autofahren passiert. Hier der Kratzer ist auch ärgerlich, weil eigentlich sieht der übelst geil aus. Und ich kann den Hype um den Scooter auf jeden Fall verstehen. Aber darum geht's nicht. Das Ding hat etliche Tuning-Varianten. Es gibt ja diese Tune-Up-Box, es gibt das hier, man kann das Ding mit Fernbedienung schneller machen. Das hier ist jetzt einfach, ihr seht schon hier, von Caboo, der Decomplimator, ne, Decomplier. Blue Light heißt Release Speed, Red Light heißt Open Speed. Release heißt für mich freilassen und Open heißt öffnen. Also ist beides offen. Ist beides offen. Wie funktioniert das Ganze? Ihr kennt das schon vom Legacy. Hier ist allerdings ein bisschen anders. Bisschen tricky. Bisschen trickiger. Also, nehmen Sie mal kurz dies. Als allererstes, wir haben hier natürlich einen Schlüssel und normalerweise habt ihr durchgehend Spannung am Controller, auch wenn ihr den Scooter nicht anmacht. Das heißt quasi, wenn ihr jetzt keine Spannung am Controller habt, könnt ihr den Scooter nicht anmachen. Kannst hier drauf drücken, passiert nichts. So, weil ist ja keine Spannung drauf. Das ist hier aber nicht so. Also das ist hier, deswegen ist hier der Schlüssel, den machst du zack und dann kannst du den Scooter anmachen. Wenn wir den jetzt schneller machen wollen, muss der Schlüssel umgedreht sein. Eigentlich müssen wir dazu auch nur hier am Display wieder. Da haben wir ein paar Kabel, hätten wir uns vielleicht vorher losmachen können, aber das kriegen wir auch so eben hin. Können wir sagen, der fährt jetzt im Stand genau 22? Ja, aber die fährt halt nur eine Luft. Auf der Straße sind es keine 22. Bei dem ist das sehr kurios. Mir ist aufgefallen, also ich fahre viel den in Kombination mit dem Fritz. Der Fritz fährt so 2 km/h schneller, aber mit zunehmend leerem Akku wird der irgendwie schneller. Also wenn der Akku fast leer ist, fährt der 22 bei mir. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung, sehr weird. So, dann haben wir hier, da kannst du vermutlich nichts erkennen, das sind so ganz viele kleine Pinne. Und hier haben wir diese ganzen kleinen Pinne auch. Pinne. Die steckt man dann einfach, zack, zusammen. Nicht zu verwechseln mit Pinne. Jetzt haben wir hier Blue Light. Jetzt drücken wir einmal, jetzt haben wir Red Light. Rotlichtmilieu am jetzt. Jetzt ist die Frage, ob das funktioniert hat. Wir ziehen es einfach mal wieder ab. Wie gesagt, keine Ahnung, wir haben es noch nie ausprobiert. Wenn nicht, müssen wir das gleich mal anders machen. Die Anleitung ist, naja, ich sag mal ungenau. Gucken wir mal. Boah, er blendet aber ein bisschen. Ja, gib einfach mal Gas. Ich glaube, da sieht man gar nichts. Jetzt sieht man was. Okay, das war einfach. Doch einfacher als gedacht. Wir müssen nicht in die P-Settings rein. Also die P-Settings, jetzt haben wir nämlich folgendes Szenario, Freunde. Jetzt könnte man natürlich meinen, geil, damit seid ihr natürlich sicher unterwegs, seid ihr natürlich nicht, das ist natürlich illegal, der darf jetzt am Straßenverkehr nicht mehr teilnehmen. Deswegen sind wir auch hier auf einem Betriebsgelände, wie ihr sehen könnt. Hier ist Schleusenbereich, wir haben uns hier eingeschleust. So. Ja, und was mich jetzt mal ganz kurz interessiert, da will ich einmal testen, ob der jetzt mehr abgeht. Warte mal kurz, ich will einmal hier 5 Meter fahren. Ja. Also der zieht auf jeden Fall minimal anders. Ich glaube, du hast jetzt wirklich nur die Höchstgeschwindigkeit freigeschaltet. Müssen wir gleich nochmal testen. Ich glaube, damit fährt er 30 km/h so auf der Straße. Sollte er auch. Ist auf jeden Fall auch geiles Ding. Und das Ding fährt sich auch ziemlich safe. Mit 30 müssen wir ausprobieren, aber ich denke auch mal. Jetzt haben wir aber folgendes Szenario. Beim Legacy könnt ihr ja den Trick 17 anwenden, der ist kacke. Aber ihr könnt die P-Leistung in Prozent drosseln. Das bedeutet, ihr könnt beim Legacy unter P8 die Leistung auf 62% stellen, dann fährt der 22, obwohl er offen ist. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, sobald der Scooter anfängt leerer zu werden, sinkt die Höchstgeschwindigkeit. Das passiert ja sonst nicht. Und hier könnten wir den damit jetzt auf 22 stellen. Dazu müssen wir einmal in die P-Settings gehen. Da muss ich selber noch mal kurz ein bisschen gucken, wie das noch mal ging. Erstmal die beiden Knöpfe zusammendrücken. Jetzt müssen wir den 50. Code eingeben. Der ist 1500. Meinst du, weil die UVP vom Scooter ist? Ich glaube, der war teurer, Alter. Ja, war der auch. Aber vielleicht hätte er mal 1.500 Euro gekostet. So, jetzt sind wir hier P0.
jetzt habe ich alles verstellt. Was war das jetzt? Schrott. Schrott, so, warte mal. Jetzt müssen wir hier auf P9 gehen. Und jetzt haben wir hier 100%. Jetzt können wir hier die Leistung quasi ein bisschen runter machen. Das ist, glaube ich, 80 sein. Wieso? Ja, wir gucken einfach mal, was bei 80 passiert. Jetzt drücken wir wieder die beiden Knöpfe. Und jetzt? Naja, fast. Fast? Fast. Muss ja vielleicht auf 75 runtergehen. Oder so, das machen wir, probieren das mal eben aus. Wir machen jetzt hier nochmal. Das ist ein bisschen umständlich mit den P-Settings. 1005. Also ihr müsst quasi, wenn ihr dann diese 1500 eingeben habt, den Startknopf hier gedrückt halten. Dann seid ihr P9, dann drückt ihr nochmal hier drauf und dann könnt ihr hier noch drüber drücken und dann machen wir 74. 74 ist immer eine gute Zahl. So, dann drückt ihr die beiden wieder zusammen. Und dann? Dann. Ja, vielleicht auf 70. Ja, also Freunde, ihr seht, so funktioniert es. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich damit jetzt fahre und der Akku leert sich, dann fährt der langsamer. Bedeutet, wir würden es vielleicht damit 22 km/h schaffen. Aber das Problem ist, wenn der Akku ein bisschen schwächer wird, dann wird der Scooter auch langsamer. Ist ja eigentlich logisch, aber das ist natürlich nervig, weil ihr könnt nicht mal eben so wie beim Legacy, da müsst ihr diesen scheiß Code nicht eingeben, beim Legacy könnt ihr dann mal kurz anhalten und 2-3% nachjustieren, sag ich mal, dass es nicht weiter wild. Aber das ist hier halt ein bisschen umständlicher. Man kann es auch machen, das ist besser als gar nichts, aber bedenkt eins, und da kommt jetzt das ganz große Problem. Erstmal, das ist natürlich auch verboten. Also ihr dürft jetzt so nicht mehr rumfahren, auch wenn ihr 22 fahren würde nur. Zweitens, der Scooter fährt in der Luft, wenn er 22 in der Luft fährt, fährt er 20 auf der Straße. Das bedeutet, ihr müsstet den auf 24 stellen, so wie er jetzt ist, damit er auf Straße 22 fährt. Das bedeutet aber auch, ihr werdet angehalten, der Polizist sagt, darf ich mal kurz gucken, wie schnell er fährt? 24. Sie sind verhaftet. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Und ja, da gibt es natürlich noch diese Fernbedienungsmethode für. Werden wir vermutlich auch noch machen. Die Fernbedienungsmethode haben wir beim iWalk 9 schon getestet. War geil. Die ist wirklich geil. Die ist geil. Und ist natürlich auch verboten. Aber wir fahren ja hier nur auf Betriebsgelände. Ja, eben. Klar. Also wir sind extra, guck mal, da fahren nur Fahrräder. Ja, es sind auch Fahrräder vom Betriebsgelände. Keine öffentliche Straße. Nee, alles hier nur vom Dingens. Fahr mit meinem Moin Werner. Wasser. Ja, da hinten ist der Werner. Werner. Das ist der Schleusenmeister, der hat uns hier auch eingeschleust, der Meister. Meister. So Freunde, das war's eigentlich. Aber ich will noch mal ganz kurz testen, weil hier die Straße ist echt kacke dafür. Ja, die ist wirklich kacke. Ich fahre einfach mal ganz kurz 5 Meter und dann, ich mach den erstmal wieder schneller. Fahr nur kurz 5 Meter und dann gucken wir mal eben einmal. So, immer wieder das Ding schneller machen. Also mit diesem, falls jemand von euch hier weiß, ich meine, kann auch sein, dass man das einfach nur 2 Sekunden googeln muss, dann weiß man das. Wie man dieses Passwort hier rauskriegt, dann mal bitte Bescheid sagen. Das ist ultra nervig. Ohne Passwort wäre schon einfacher. Ja, dann kannst du mal wirklich eben so umschalten, wie bei dem Legacy. Weil ansonsten ist diese Tuning-Methode eigentlich, die ist zwar gut, aber die hat halt dadurch echt einen harten Nachteil. Ich meine, das ist besser als gar nichts schneller zu machen. Und viele denken sich auch, warum macht ihr hier ein Tuning-Video über einen Scooter, der 20.000 Jahre alt ist? Haben sich ein paar gewünscht und da wir die Tuningbox jetzt haben, wollten wir euch einfach mal zeigen, was der jetzt drauf hat. Wie gesagt, wir wissen selber nicht, es ist einfach nur ein Test. Keine Ahnung. Also für mich persönlich wäre der ein Ticken zu langsam. So, wenn ich den tune, dann möchte ich schon so 35 km/h GPS gemessen erreichen. Ja. Auch wenn es halt die Leute nicht glauben können, aber ich bin damit bisher nur ungetuned gefahren. 79 Kilometer bisher und das waren eigentlich 79 gute Kilometer. Gucken wir mal. Es waren schon 5 Meter. Jetzt immer noch an wie die Turbine. Wir sind direkt neben C4. Ist auch als Sprengstoff bekannt. Ja, ich dachte. Ey, die fahren zu schnell. Also erstmal muss ich tatsächlich nochmal kurz Props an den da lassen. Schotterpiste mit dem Ding, sobald du über 20 fährst, fühlt sich das übelst an, als ob du auf der Autobahn fährst. Und tatsächlich bin ich auf 31 gekommen, laut Tacho. Das ist nicht schlecht. Mit halb vollem Akku und der Straße. Das hätte der Legacy nicht geschafft, der 1.0. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir noch einen Topspeed-Test
als Video machen sollen, einmal mit 100 Kilo und einmal mit 75 Kilo. Ja, dann müssen wir ihn halt vorher komplett aufladen. Dann vorher halt komplett voll. Aber so bin ich tatsächlich damit zufrieden. Also Resultat ist okay. Kann man machen. Kann man machen. Wäre halt geil, wenn der einfach legal 25 fahren dürfte, aber das ist ein leidiges Thema, das kennt ihr alle. Was aber auf jeden Fall auch geil wäre, und das ist auf jeden Fall auch legal, und das ist auf jeden Fall jedem zu empfehlen, ist, den Kanal zu abonnieren. Echt? Ist das legal? Ist legal. Viele Leute wissen das gar nicht. Die denken, wenn sie die Survival Masters abonnieren, geraten sie auf schiefe Bahn. Ja. Nee, nee, so ist das nicht. Nee, maximal, wenn du eine Kurve fährst. Dann bist du aber auf eine schiefe Bahn. Ja, klar. Aber das bereichert euch nur positiv in eurem Leben. Natürlich auch mental. Also ihr steht an der Kasse, ihr werdet vorgelassen, alles. Das ist natürlich, ja. Gehst du an der Kasse, weißt du, vor dir jemand so, der hat nur einen Teil, ihr habt ganzen Wagen voll, der dreht sich um und sagt, Entschuldigung, haben Sie die Survival Masters abonniert? Ja. Dann ist ihnen eh nicht mehr zu helfen. Gehen Sie vor. Wenn die so ein T-Shirt haben, also wenn ihr so ein T-Shirt habt, dann werdet ihr gar nicht gefragt. Ihr werdet einfach durchgelassen. Dann ist so, ja, als wäre so eine Schneise. Ich wollte gerade sagen, ihr werdet beim E-Scooter fahren noch nicht mehr angehalten, aber das nehme ich definitiv zurück. Kann sein, dass ihr dann öfter angehalten werdet. Da will ich mich aber, hast du positive Vorteile und Nachteile? Will ich jetzt nicht beschwören, dass man damit nicht angehalten wird. Also Freunde, das war eigentlich mit dem Video. War, denke ich mal, ganz lustig. Wir wissen jetzt, wie man das Ding schneller macht. Ihr wisst das auch. Was ich bei diesem Ding halt ultra geil finde, ist halt das hier. Er wiegt halt einen Scheißdreck im Vergleich zu den anderen Scootern. Ich denke mal, hätten wir den Scooter vor 2 Jahren gekriegt, hätten wir gesagt, boah, der ist ja unnormal schwer. Aber ja, gestern habe ich einen 1S kurz getragen. Ich dachte, was ist das denn? Der wiegt einfach Sixpack Wasser. Ja. Nicht, dass ich Wasser trinke, aber. Ne, aber keine Ahnung. Bei dir ist Sixpack Cola. Aber Light, ne, Zero mittlerweile. Funktioniert. Funktioniert. Funktioniert, es wirkt. Es wirkt, ich bin wacher. Bin noch nicht gestorben dadurch. Ja, gut, Freunde, eigentlich wartet mit dem Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch einen Legend habt und was ihr davon haltet und was ihr dafür Probleme hattet. Weil der ist jetzt ziemlich neu noch. Der hat natürlich noch gar keine Probleme, bis auf die paar Macken, aber sind wir halt selber dran schuld. Das ist auch die neueste Version hier mit Kellermann etc. Aber das kommt auch noch in einem anderen Video. Wir werden jetzt das Ding nochmal als Fazit vorstellen. Ja, so als abschließendes Review zu dem Gerät. Mal gucken. Ja, das war's erstmal. Ich würde sagen, tschüss und danke fürs Zusehen.